nehme jetzt einmal Maß. Die Stunde der Wahrheit. Ziehen hier eine Linie durch. Bin begeistert. Also auch verlängern und verkürzen, kein Thema. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hana Kreativ. Ich bin Tanja und ich freue mich, dass du zu diesem neuen Video eingeschaltet hast. Mal wieder in einem anderen Studio. Das liegt aber dran, dass ich dir heute etwas ganz Besonderes vorstelle, dass ich auch nicht alleine bin. Dazu später mehr. Vielen Dank an Masi, denn der hat mir heute hier ein bisschen ausgeholfen im Studio. Wer kennt's nicht? Wir nähen ein Teil für uns. Wir ziehen es an, wir müssen es abändern, wir haben nochmal Anpassungen und irgendwie sitzt es vielleicht zum Schluss doch nicht so, wie du das gerne hättest. Und im dümmsten Fall war der teure Stoff dann für die Tonne oder dient nur noch als Resteverwertung. Und dem wollen wir mit einem speziellen Zuschneidesystem heute ein Ende machen. Sandra und ich waren ja vor kurzem auf einer Messe. Dort haben wir einen ganz kleinen, unscheinbaren Stand entdeckt, der uns suggeriert hat, dass man maßgeschneiderte Kleidung innerhalb kürzester Zeit auf jedes Körpermaß anpassen kann. Mit diesem System, nämlich dem goldenen Schnitt von Lutterloh-System, kannst du die ganzen Herausforderungen lösen und das Ganze mit nur zwei Maßen. Damit bekommst du deine maßgeschneiderte Kleidung hin. Ohne Vorkenntnisse, super einfach. Und wie das Ganze geht, zeigen wir dir jetzt. Und dazu musst du mir einmal folgen, nämlich zum lieben Ralf. Den habe ich heute hier. Hallo, Tanja. Dass du hergekommen bist. Und ich würde sagen, du kannst dich vielleicht am allerbesten mal vorstellen. Jetzt merken auch die Leute übrigens, wie klein ich bin. Das sehen die sonst in meinen Videos nicht. Sehr gerne. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein, in dem wunderschönen Studio. Du hast ja schon gesagt, wir haben ein Zuschneidesystem, das es einem ermöglicht, seine Schnitte schnell und selber akkurat anzufertigen. Unseren Verlag gibt es bereits seit 1935, ein Familienunternehmen mittlerweile in der dritten Generation. Aber auch in vielen anderen Bereichen gibt es den goldenen Schnitt. Ja. Vielleicht kennst du es aus der Mathematik, Architektur, Kunst. In der Mathematik ist es unter anderem eine Formel, die besagt, dass sich jedes Maß im Körper wiederholt oder dass es in einer gewissen Relation zueinander steht. Ich möchte es gerne mal zeigen anhand einiger Beispiele. Wenn ich zum Beispiel meine Arme ausstrecke und ich gehe von meinem längsten Finger der rechten Hand bis zu meinem längsten Finger der linken Hand, von Fingerspitze zu Fingerspitze, dann entspricht die Spannweite auch der eigenen Körpergröße. Oh, müsste ich jetzt mal direkt ausprobieren. Aber ich glaube dir das jetzt mal, ich werde es nachmessen. Oder der Kopf geht 8-mal in den eigenen Körper. Ein anderes Beispiel, das du selber gleich einmal ausprobieren kannst oder sie zu Hause auch, ist, wenn sie den Daumen einmal an das zweite Glied vom Zeigefinger setzen, ja, dann siehst du vom zweiten Glied des Zeigefingers bis zur Spitze des Zeigefingers, diese Länge entspricht auch der Nasenlänge. Wenn du den Daumen jetzt unter die Nase hältst, dann siehst du, das entspricht der Nasenlänge. Ja. Ziemlich beeindruckend. Diese Proportionslehre hat sich meine Großmutter bereits 1935 in der Schneiderei zunutze gemacht und hat ein System geschaffen, das es ihnen ermöglicht, ganz einfach mit nur zwei Maße des Körpers sich so gut wie jeden erdenklichen Schnitt zuzuschneiden. Das ist zum einen das Maß der Oberweite und das Maß der Hüftweite. Ich freue mich schon, meine heute bekannt geben zu dürfen. Kann mir nichts Schöneres vorstellen, denn wir nehmen jetzt einmal Maß. Genau, wir nehmen einmal Maß. Was wir dazu benötigen, ist, wie Sie zu Hause haben oder wie ihr zu Hause habt, das ist ein Maßband. Wenn ich einmal ein bisschen drehst. Ja, dann gehen wir hinten und vorne über die stärkste Stelle. Denk dran, ein paar Zentimeter wegzumachen. Arme mal wieder runter. Dann haben wir hier ein Oberweitenmaß von 102 cm und ein Hüftweitenmaß, auch hier hinten und vorne über die stärkste Stelle von 98. Vielen Dank. Was wir jetzt als nächstes machen und was das Besondere an unserem System ist, das ist, dass an dem Maßband hier noch eine Skala befestigt ist. Auf dem Maßband, da haben wir die Zahlen 0, 1, 2, 3 und so ist das fortlaufend, geht bis zu 8 auf der Skala und dann geht es auf dem Maßband direkt weiter mit 9, 10, 11, 12, wie das so üblich ist beim Maßband, bis 140. Das ist nichts Neues. Aber auf der anderen Seite haben wir viele kleine Zahlen. Da geht es los mit der kleinen roten 50. Dann haben wir die schwarze 52, 54, 56, 58. Und so geht das hoch bis zu 140. Und die Zahlen von der kleinen roten 50 bis zu der Zahl 140, diese Zahlen spiegeln das Ober- bzw. Hüftweitenmaß in Zentimetern wider. Dein Oberweitenmaß ist jetzt die 102. Das heißt, wir schauen auf der rechten Seite der Skala nach der 102 und gehen mit der Nadel hinein. Mhm. Gut, was wir jetzt gerne machen möchten, das ist das Westenvorderteil für die Tanja. Gerade bei der Weste, da sieht man sehr schön, ob ein Schnitt gut sitzt und passt. Da haben wir die Schulterbreite, das Armloch, den Abnäher. Die Schnittvorlage hierzu, die sieht man in der Mitte von dem Fallblatt. Mhm. Dann haben wir hier das Westenvorderteil. Hier, ich habe das jetzt schon mal auf dem Papier befestigt. Wie würde ich das zu Hause befestigen?
zu Hause einfach, da legt man das Papier auf den Tisch. Wir haben das jetzt nur für die Demonstration ein bisschen schräg stehen. Ja. Und dort, wo man die Nadel später reinsetzt, da legt man ein kleines Stück Radiergummi oder ein kleines Stück Kork oder ein kleines Stück Holz drunter, damit man den Tisch nicht beschädigt. Genau. So, jetzt sind wir also im Oberweitenmaß mit der 102. Ich gehe in die 102. Und jetzt gehe ich mit meiner Nadel und meiner Skala in das Zentrum von dem Kreuz in der Schnittvorlage. Und alle unsere Schnittvorlagen haben immer so ein Kreuz. Das ist immer der Ausgangspunkt zum Erstellen unserer Schnitte. Mhm. Da setze ich jetzt meine Nadel hinein. Wie viele Schnittmuster habt ihr aktuell ungefähr? In dem Zuschneidesystem, in dem Lehrwerk, sind schon über 280 verschiedene Schnitte, wow, die man sich alle auf sein Maß zuschneiden kann. Also da ist vom T-Shirt oder vom Bademantel bis zum Abendkleid alles drin. Mhm. Und vierteljährlich kommen auch immer wieder neue Ergänzungshefte raus mit 40 Schnitten zum Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Also immer up to date, wenn es was Neues gibt. Genau, jetzt bin ich also mit meiner Nadel und deinem Oberweitenmaß in das Zentrum von dem Kreuz gegangen. Und jetzt siehst du, kann ich mein Maßband frei um die Schnittvorlage rotieren und bewegen. Und ich gehe so weit, bis ich eine dieser Linien berühre. Aus der Skala heraus, da kommen viele Linien, auf denen Zahlen stehen. Jetzt führe ich die Skala so weit, bis ich eine dieser Linien berühre. Hier auf der linken Seite haben wir eine Linie, auf der steht die Zahl 19. Wichtig nur, dass ich die Skala direkt an die Linie anlege, dass ich die berühre und dass ich das Maßband schön stramm und gerade halte, damit wir hier den richtigen Winkel haben. Die 19 steht für Zentimeter, das heißt, ich gehe jetzt hoch bis zu der Zahl 19 und setze neben der Zahl 19 einen Punkt. Recht einfach. Ja. Und so gehe ich jetzt von Linie zu Linie und setze meine Punkte. Als nächstes kommt die 19,5. Dann haben wir eine Linie, die ist nicht direkt mit dem Punkt verbunden, die Linie mit der Zahl 11. Ich lege auch hier die Skala direkt an die Linie an, setze bei 11 cm meinen Punkt. Das ist der Punkt für die Spitze von dem Brustabnäher. Dann kommt die 37,5, 36, 35, 33. Und jetzt sieht man schon, wie sich der Schnitt langsam auf das Maß vergrößert. 19, 15, hier bekommen wir das Armloch, den Armausschnitt. 18, noch einmal die 18. Und dann, hier ist es ganz wichtig, du siehst, wir haben hier eine gestrichelte Linie. Ja. Das ist die Teilenlinie. Alle Punkte, die sich auf dieser gestrichelten Linie befinden, ja, und alle Punkte, die darüber liegen, diese Punkte werden immer mit dem Maß der Oberweite gesetzt. Mhm. Jetzt hat nicht jeder 90, 60, 90, sondern die meisten haben einen Unterschied zwischen Ober- und Hüftweite. Und das ist das Geniale an dem System, dass wir eben mit beiden Maßen arbeiten, mit dem Ober- und Hüftweitenmaß. Das heißt, wir nehmen jetzt die Nadel heraus und stecken um auf dein Hüftweitenmaß. In deinem Fall. Und das, was auf der Linie ist, ist auch noch Oberweite. Auch noch Oberweite, richtig. Mhm. Jetzt stecken wir um auf dein Hüftweitenmaß, auf die 98. Und ich gehe zurück in das gleiche Kreuz wie zuvor. Ist ja auch genial, wenn man eigentlich zu oder abnimmt und will sich was Neues nähen, muss man nicht wieder rumprobieren am Schnittmuster, sondern man kann es wieder anpassen und es passt wieder perfekt. Genau, oder wenn die Freundin kommt oder die Schwester oder Tochter und sagt, Mensch, so ein tolles Kleid oder so eine tolle Weste, den Schnitt hätte ich auch gerne und die hat demnächst Geburtstag, dann kann man einfach das Maß nehmen und der das einfach zum Geburtstag zuschneiden, auch wenn sie ein ganz anderes Maß hat. Genau, in Amerika ist es ja oft so, zum Beispiel bei den Trauzeugen oder Trauzeuginnen, dass sie eine ganze Gruppe haben. Und da ist es oft schon so gewesen, dass wir Bilder bekommen haben, wo du dann gesehen hast, die ganzen Trauzeugen hatten das gleiche Kleid an mit eben unserem System zugeschnitten, wo die sich bedankt haben und gesagt haben, wie dankbar sie sind. Hat gepasst. Ja, genau, war bei uns auf der Messe ja auch so. Also Sandra und ich, wir sind ja unterschiedlich vom Oberbau. Und diejenige, bei der es getestet wurde, die war nochmal ganz schmal. Und es hat wirklich bei jedem gepasst. Das war echt faszinierend. Das gleiche Schnittteil sah an beiden toll aus und hat gepasst. Genau, das ist das, was man haben möchte, einen gut passenden Schnitt. Du hast es vorhin schon gesagt. Meistens hat man eine tolle Nähmaschine zu Hause, hat tolle Stoffe, findet man immer. Aber wenn man es um die Schnitte geht, da hat man oft Probleme, einen gut passenden Schnitt zu finden. Und ich denke, da ist es eine super Alternative für alle Hobbyschneiderinnen, dass man wirklich einen Schnitt bekommt, der auch sitzt und passt, indem man sich wohlfühlt. Und man kann sich jetzt auch mal den teuren Stoff rantrauen und hat nicht Angst, dass man den versemmelt. Genau, am Anfang trotzdem mal erstmal einen Papierschnitt anhalten, um zu gucken, ob man kleine Veränderungen vornehmen muss. Gut, jetzt haben wir die Punkte schon mal rausgezeichnet. Man sieht schon den Schnitt, wie der in etwa herauskommt. Jetzt werden die Punkte miteinander verbunden. Das geht hervorragend mit der Schneiderkurbel. Mhm. Ganz tolles Werkzeug. Da kann man super die Punkte miteinander verbinden, gerade auch für Rundungen. Da kann man das einfach hier sehr schön reinsetzen. Man dreht es ein bisschen rein, guckt, wie viele Punkte man drauf bekommt. In deinem Fall gleich alle 4.
Was ist, wenn man so ein Lineal nicht zu Hause hat? Nicht jeder hat unbedingt ein Schneiderlineal. Bei unserem System ist auch noch eins aus Pappe dabei, mit dem man auch sehr schön arbeiten kann. Ah ja, also kann man auf jeden Fall gleich loslegen. Man kann auf jeden Fall gleich loslegen. Das zeige ich nachher noch. Und schon haben wir das Westenvorderteil. Wahnsinn. Und wenn ich jetzt mal ein etwas größeres Schnittmuster und längeres, welches Papier verwende ich da am besten, dass alles drauf passt? Wir bieten bei unseren, auch bei unserem Online-Shop auch oder in unserem Online-Shop auch Zuschneidepapier an. Da drüben siehst du es auch, da haben wir eine Rolle. Da sind 10 Meter drauf, ein sehr schönes Papier. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Man kann durchpausen, auch durchgucken, wie man sehr schön ausdrucken kann. Da kriege ich alle Schnittteile von euch wahrscheinlich. Da kriegt man alle Schnittteile drauf. Das ist 10 Meter lang, 70 cm breit. Ja. Also mit der Breite an Papier komme ich auf jeden Fall bei euch mit den Schnittmustern dann hin. Richtig. Wenn du bis hierhin dran geblieben bist, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Denn dann wirst du immer benachrichtigt, wenn es hier was Neues auf dem Kanal gibt. So, jetzt geht's weiter. Gut, jetzt haben wir noch einige Details. Du siehst hier in der Schnittvorlage, da haben wir zum einen die vordere Mitte mit VM gekennzeichnet und der Knopfleiste, die verläuft parallel zu der seitlichen Kante, geht runter von dem Punkt 19,5. Den Punkt hier, die Knopfleiste. Parallel hierzu haben wir den Fadenlauf, der geht nach unten. Und ebenfalls parallel hierzu und unterhalb von der Spitze des Brustabnähers, hier ist die Mitte, die stärkste Stelle von dem Taillenabnäher. Den steckt man dann später direkt am Körper und am Stoff ab, je nachdem, wie viel man benötigt oder wie viel man abnehmen möchte. Die Taillenlinie geht rüber von dem Punkt 18 und hier oben rechts das A, ein kleines Zusammensetzzeichen, damit man weiß, wo und in welcher Reihenfolge die Schnittteile zusammenkommen. Als erstes A auf A, dann B auf B und so weiter. Zum Schluss nehme ich die Schnittvorlage ab und kennzeichne das Loch, in das ich die Nadel hineingesetzt habe. Das erkläre ich später noch, warum das vielleicht von Bedeutung sein kann. Genau, und schon haben wir das Westenvorderteil. Jetzt schneiden wir den Schnitt mal aus und halten ihn gleich mal an. Wir wollen jetzt sehen, wie gut der sitzt und passt. Ich bin gespannt. Was man noch hinzufügen muss, ist die Nahtzugabe. Die ist nicht dabei. Da gibt es von mir schon ein paar Tipps, wie man ganz einfach die Nahtzugabe hinzugeben kann. Hier falte ich den Abnäher ein. Bin hier am gespanntesten. Als ob das mit dem Brustabnäher hinhaut, weil das sind immer so meine Bauchschmerzen bei Schnittmustern. Brustabnäher. Wie gesagt, den Taillenabnäher am besten normalerweise direkt am Körper und am Stoff abstecken. Da sieht man am besten, wie viel man benötigt. Die Stunde der Wahrheit. Stunde der Wahrheit. Ich sehe schon, von der Schulterbreite passt es hier hervorragend. Den nehmen wir hier drauf bitte, auf die Taillenlinie. Ein Stück hoch. Ich denke, man sieht schon, es passt hervorragend. Vom Brustabnäher sitzt es sehr schön. Hier kann man, wenn man möchte, jetzt noch einen Taillenabnäher reinsetzen, um das ein bisschen taillierter zu machen. Ein bisschen drehen. Vom Armausschnitt passt es sehr gut. Und die Taillenlinie ein Stück runter. Die Taillenlinie auch sehr schön auf der Taille. Ich bin begeistert. Es hält. Was natürlich sein kann, dass zwei Personen das gleiche Ober- und Hüftweitenmaß haben. Der eine ist vielleicht ein Stück größer oder der andere ein Stück kleiner. Da spricht man in der Schneiderei von einer langen oder kurzen Taille. Würde bedeuten, die Taillenlinie ist nicht direkt auf der Taille, sondern vielleicht ein Stück darunter. Oder darüber, dann misst man den Abstand ab von der Taillenlinie bis zur Taille. Dann gehen wir parallel von der Taillenlinie hoch bis zu dem Kreuz. Ziehen hier eine Linie durch. Möchte ich das verlängern, würde ich das hier einmal komplett durchschneiden. Ja, auseinander. Je nachdem, wie weit ich das benötige, auseinanderziehen, Papier dazwischen kleben und nochmal anhalten. Zum Verkürzen noch einfacher, da würde ich das einfach hier einknicken. Und man sieht schon, wie schön die Linien hier alle aufeinander bleiben. Die Passform bleibt unverändert. Das ist also ganz wichtig, dass man hier die Veränderung vornimmt. Was bieten wir alles an für Schnitte? Ich habe es am Anfang vorhin schon angesprochen. Unser Verlag gibt es bereits seit 1935. Ganz nett zum Angucken hier. Das war noch alte von euch das Buch. Lehrwerk, genau, der goldene Schnitt von Lutherloh. Und hier hinten sieht man die gleichen Schnittvorlagen überall, auch mit den Kreuz und den Linien und den Zahlen. Das System ist also unverändert. Wahnsinn. Wir arbeiten natürlich daran. Mittlerweile Entschuldigung, gibt es unser System in 17 verschiedenen Sprachen weltweit. Und in dem schönen Zuschneidelehrwerk findest du alles, was du benötigst, um deine eigene Kleidung zuzuschneiden. Ach, hier habe ich auch. Wir haben es am Anfang schon angesprochen, wenn man kein Kurvenlineal hat. Ich empfehle uns das aus Acryl natürlich immer. Ja.
Aber man kann auf jeden Fall schon mal loslegen und es austesten. Ne? Dann das Werkzeugset, in dem Werkzeugset ganz wichtig, das Maßband. Das ist das gleiche Maßband, mit dem wir jetzt auch gearbeitet haben, an dem die Skala direkt befestigt ist. Was passiert, meine Jungs, sehr gerne nehmen sie das Maßband, haben schon mal eine Kiste mit hochgehoben. Das kann ich natürlich dann vergessen, weil ich es auseinandergezogen habe. Was passiert dann? Weil dann kann ich ja theoretisch keine Schnitte mehr abnehmen. Sollte was mit dem Maßband passieren, das ist das Herzstück von unserem Unternehmen, darauf gibt es eine lebenslange Garantie. Sollte was damit passieren, schicken Sie das an unseren Verlag und man kriegt gratis ein neues zugeschickt. Okay, gut. Ein Stift, zwei Nadeln und ein Taser, damit man alles gut organisiert hat, gut zur Hand hat. Und dann alles nochmal sehr schön detailliert erklärt. Das Vorwort und dann alles auch nochmal ganz detailliert erklärt, wie nämlich das Oberweitenmaß, das Hüftweitenmaß, wo befestige ich die Schnittvorlage, wie gehe ich mit meinem Maß in die Skala und dann in das Kreuz, wo setzt man die Punkte, wie man das miteinander verbindet. Ja, hier sind jetzt die ganzen 200 Schnittmuster enthalten, was ja was Tolles ist, weil Schnittmusteraufbewahrung ist auf meinem Kanal ein Riesenthema, weil man hat diese Litanei von Schnittmustern und ich habe hier alles kompakt beieinander. Das heißt, ich habe dann nur noch mit einem dünnen Papier hier mein Schnittmuster und hier ist schon alles drin geordnet. Genau, also wir haben hier ein paar Tipps und Tricks noch drin und dann, wie du schon sagst, dann kommen wir zu dem wichtigsten und schönsten Teil. Das sind natürlich die Schnitte und Modelle. In dem Zuschneidelehrwerk befinden sich über 280 verschiedene Schnitte und Modelle. Da haben wir tolle Hosen, Röcke, Kleider, Tunikas, Mäntel für jeden Stil, für jedes Alter, für jeden Anlass, für jede Jahreszeit. Super schöne Modelle. Also wirklich auch hochmodern und top aktuell. Richtig. Also klassische Schnitte, aber hauptsächlich natürlich top moderne, aktuelle Mode. Wie gesagt, vereinzelt aber auch Vintage und Herren- und Kindermodelle. Für Kinder also für jeden Typ und für jeden Stil. Und für Männer auch, falls ich Marci mal was nähen möchte? Für Männer auch. Es sind vereinzelte Schnitte hier in dem Lehrwerk drin. Es gibt aber auch noch Ergänzungshefte auf unserer Webseite für Herren und für Kinder. Und ein Vintage-Heft und Klassik-Heft. Ich überlege jetzt, 10 Euro kostet mich normal ein Schnittmuster. Und es passt mir noch nicht perfekt. Das muss ich noch meistens abändern. Da sind 280 drin. Falle ich jetzt um, wenn du mir gleich bei 280, da wären wir ja schon bei 2.800 Euro. So viel ist es nicht. Ja. Ich meine, du musst überlegen, du hast wirklich was, wo du Spaß und Freude an deinem Hobby hast, wo du deine Nähmaschine wieder nutzt, wo du deine Stoffe wieder rauspackst und mit denen du arbeiten kannst, was du da schon an Geld sparst und verbrauchst. Und du fühlst dich wohl drin, weil es mir passt. Und du fühlst dich wohl drin. Und wenn du überlegst, was du ausgibst für ein schönes Kleid im Shop, erst musst du eins finden. Wenn du in die Läden gehst rein und denkst, hier sitzt nicht, da passt nicht, musst du finden. Das musst du nicht. Du nähst es dir selber, bist was, wo du stolz drauf bist. Und ich würde sagen, wenn du dir nur 2 oder 3 Sachen draus machst, dann hat sich die Investition schon gelohnt. Also das komplette Zuschneidesystem mit dem Werkzeugset, mit der genauen Erklärung und den 280 Modellen, das sind ja über 1000 Schnitte und man hat noch die Möglichkeit, verschieden zu kombinieren, bieten wir an. Online, da haben wir momentan einen Aktionspreis für 149 Euro. Ich denke, das ist ein super, super Spitzenpreis, wo man zuschlagen muss, sollte. Und mit dabei sind sogar die Kurven, die Schneiderkurbel. Das Schneiderkurbellineal, ich denke, hierzu brauche ich nichts mehr sagen. Nein. Das ist mit dabei. Und ganz, ganz prima zum Arbeiten auch das Designerlineal. Das ist super für Hosen, für Röcke, für lange Ärmel, wo man diese typische Rundung hat, die nicht ganz so stark ist und eben ein Stück länger ist. Man sieht es hier drauf auch nochmal sehr, sehr schön erklärt. Und diese, also nicht nur das Pappmaterial, sondern dieses Lineal plus das komplett für 149. Richtig. Beide Lineale, 280 Schnitte, Werkzeugset, genaue Erklärung, 149 Euro. Sandra und ich waren komplett begeistert vom System. Ich glaube, du weißt jetzt, warum. Also vielen lieben Dank auch nochmal an dich, Ralf, dass du uns das hier vorgestellt hast. Ist nicht so selbstverständlich. Vielen Dank für die Einladung. War mir eine Freude. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, ich werde dich natürlich hier auch mal auf dem Kanal mitnehmen und so ein komplettes Schnittmuster nähen mit einem guten Stoff. Ich freue mich drauf. Und dann hast du auch noch eine kleine Verlosung für uns mitgebracht. Beziehungsweise nicht für uns, sondern für die Community. Genau, und zwar bekommt einer von der Verlosung oder der Gewinner bekommt von uns ein Schneiderkurven- und Designerlineal geschenkt. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist einmal natürlich wie immer meinem Kanal abonnieren und den Kanal von Lutherlos System. Ich verlinke dir das unten in der Infobox und einen Kommentar schreiben, mit welchen Schwierigkeiten du bei Schnittmustern kämpfen musst. Und wenn du dir das Set holst, natürlich kämpfen musstest, denn dann kürzt der Vergangenheit an. Und wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht natürlich auch einen Daumen nach oben da zu lassen. So, dann wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche. Begleite mich, wenn ich hier so einen Schnitt dann mal austeste. Und bis bald. Tschüss und viel Spaß beim Zuschneiden.